Da wir uns ja schon ein bisschen auskennen mit Anomalien aufdecken, dachte ich mir, Projekt 13 Nightwatch könnte genau das Richtige sein, um an unseren Erfolg im Projekt 13 anzuknüpfen. Wir haben hier ein Anomaliespiel, was etwas schwieriger sein soll. Es sind zwei neue Anomalien dazugekommen. Wir sind in Version 1.4 und wir werden das Ganze heute nur anspielen. Das heißt, wir werden versuchen, so weit wie möglich zu kommen, aber werden es nicht durchspielen, wenn ich es nicht schaffe. Aber falls ich das schaffe, wäre natürlich sehr, sehr cool. Und bevor das Ganze jetzt richtig losgeht, smash den Like-Button weg, wenn ihr Bock auf solche Games habt. Und natürlich vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr vom Content zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Let's go! So, also, ihr seht schon die Besonderheit. Wir sind hier auf einem Wachposten oben. Und wir müssen diese ganzen kleinen Mannequicken da unten beobachten und schauen, ob da irgendetwas anders ist. Wie in der Vorrunde, beziehungsweise wie... Also in der Vorrunde, ja, sagen wir es mal so. Das Ganze ist halt wirklich nicht so einfach, weil ihr seht, es sind voll viele und man muss wirklich sehr genau darauf achten, was hier passiert. Unsere Nachtsicht ist halt auch nicht dauerhaft da. Wir können auch reinzoomen. Aber irgendwie ist es mit der Mausempfindlichkeit ziemlich cringe. Ich habe die jetzt schon 10-mal probiert einzustellen, aber irgendwie geht es nicht. Ja, es will einfach nicht. Aber wir können auch auf die da hinten achten, okay. Ach. Okay, also wenn wir die hier hinten auch noch beobachten müssen, dann kann es ja nur etwas schwieriger werden. Anomalien neutralisiert 0, Kollateralschäden 0 von 3. Das heißt also, wir können Kollateralschäden verursachen, das ist okay. Jetzt wollte ich gehen, aber es ging nicht. Kennt ihr das? Das ist auch so super nervig. Jetzt bin ich natürlich raus, aber Kollateralschäden werden wir natürlich so gut wie möglich vermeiden. Ach, mit dem Hund ist alles okay. Ich würde jetzt mal behaupten, wir drücken mal drauf und schauen mal, was passiert. Wir haben gesagt, clear. Ich bin mir etwas sicher, dass es hier ziemlich viele Anomalien geben wird. Ich bin mir nur nicht sicher, wie die aussehen werden. Wir werden es natürlich herausfinden, das ist klar. Und heute gibt es bei mir mal ja, so blaue, tolle Fanta. What the Fanta? Ich weiß nicht, kennt bestimmt auch viele von euch. Aber die schmeckt immer so nice, ne? Oh, ich liebe dieses Zeug einfach. Ist natürlich zuckersüß, ne? Ist klar. Aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Okay, wollen wir mal gucken, wie das jetzt hier ist. Nee, es war falsch. Da war eine Anomalie. Okay, wo war da die Anomalie bitte? Hä? Der Hund war es nicht und die waren es da hinten auch nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Da drinnen? Nee. Okay, dann gucken wir erstmal hier jetzt durch. Wir haben aber sowieso keine Nachtsicht gerade mehr. Das ist sehr, sehr weird. Es ist ja schön, dass die diese Lampen da haben, aber es ist auch ziemlich blöd, wenn ich dadurch halt weniger sehe mit meinem Nachtsichtgerät. Wer ist denn hier anders? Was können wir denn eigentlich noch machen, außer das Nachtsichtgerät anmachen? Okay. Ja, und diese komischen Schlieren dauern, das ist auch super nervig. Passiert aber auch nichts, ne? Es passiert einfach nichts. Okay, Ed ist jetzt nur dafür, dass wir vorspulen können. Wir können es auch nicht bewegen, außer mit der Maus. Das ist okay. Und dann haben wir Space. Was haben wir denn da unten noch? Ich sehe es gerade nicht richtig. Okay, keine Ahnung. Also, wir können uns auf jeden Fall nicht bewegen. Also wie gesagt, mit der Maus ist es ein bisschen doof. Weil ich würde schon gerne mal so nach links und rechts laufen wollen. Aber, nee, das ist auch nichts. Okay. Es ist wirklich schwieriger als die anderen Spiele. Ich glaube, bei Projekt 13 war es halt auch einfach, dass du hast okay, ja nur den Gang gehabt mit dem Krankenhaus und konntest da halt, ja, schauen. Da war ja nicht so viel, was du übersehen konntest, finde ich jetzt. Bin mal gespannt, ob wir jetzt wenigstens eine Anomalie aufgedeckt haben. Ist auch ein bisschen doof, mein Monitor ist halt schon etwas älter.
Und ich will mir halt irgendwann demnächst einen neuen Monitor kaufen, aber ich würde dann schon gern so 4K-Monitor nehmen oder sowas, aber die sind immer so, okay, es war auch falsch, die sind immer noch so ein bisschen teurer, weil ich halt auch 144 Hz bevorzuge und ja, es ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wenn wir da nicht so viel sehen, aber was war denn die Anomalie jetzt? Da ist doch auch wieder nichts gewesen. Oder muss ich hier auch in die Luft schauen? Ich glaube, es ist aber eher weniger. Das dreht sich da nicht nur um die hier unten, oder? Was meint ihr? Wir gucken erstmal so über das komplette Stadium hier. Wisst ihr was? Wir probieren das einfach gleich mal aus. Wir lassen einfach mal auf irgendeinen schießen. Vielleicht ist es ja auch richtig. Aber es sind halt so viele, dass ich einfach nicht sagen kann, so, hey, yo, wir knallen jetzt einfach irgendeinen ab. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, ja, wir können ein paar Kollateralschäden haben und so, das ist klar. Oh, die Maussteuerung ist so cringe. Guckt euch das einfach an, passt auf, ich mache das jetzt hierher. Dann gehe ich raus und jetzt geht's. Aber wenn ich jetzt raustappen würde, wäre sie wieder normal. Also wie vorher. Okay, was haben wir da? Nein. Da hinten irgendwas Interessantes? Nee, auch du nicht, du auch nicht. Hey, die sind halt alle uninteressant, ich weiß nicht. Ich habe halt irgendwie. Nee, ich glaube nicht, dass die da irgendwas machen. Ich habe halt nicht das Gefühl, irgendwas zu sehen. Das ist halt das, ne? Es ist sehr komplex, das zu finden, sagen wir es mal eher so. Ja, wir haben auch hier über mir, linke Seite, seht ihr ja, das läuft immer so ein bisschen ab. Dieses Nachtsichtgerät, wir haben also 15 Sekunden Nachtsicht. Ich weiß es nicht. Oh, es war richtig. Boah, lol. Das heißt, wir müssen auch reinzoomen, müssen gucken. Oi. Das wird auf jeden Fall sehr schwierig werden. Holy shit. Das ist krass. Aber cool. Ich find's cool. Ja, wir spulen mal ein Stück vor, damit das ein bisschen schneller geht, weil es nervt mich ein bisschen, dass es so lange dauert. Ey, die alle da reingerannt sind, die Heinis. Okay. Das heißt also 1-0 für uns. Und warum ist der Hund eigentlich hier nicht da? Ich will den Hund hier haben. Super komisch. Also ihr habt gesehen, wir müssen wirklich sehr, sehr genau hinschauen. Bei dem, was wir hier machen. Okay, vielleicht haben wir ja irgendwie eine leichtere Anomalie jetzt noch. Das wäre jetzt schon sehr schön. Die stehen schon die ganze Zeit da, ne? Seht ihr schon wieder, die Maus hat. Warum ist das denn schon wieder zurückgesetzt? Ich verstehe das nicht. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Naja, ist auch relativ, wenn ich muss noch so weiterspielen. Okay. Ich sehe jetzt aktuell wieder nichts. Was macht er da? Er guckt da. Guckt er auf seine Uhr? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Wir merken uns den einfach mal vor. Ich habe ein bisschen Schiss, das falsch zu machen gerade. Aber gut, dafür ist es ja auch eigentlich gedacht, ne? Dass wir es ausprobieren können. Aber er guckt auch auf seine Uhr. Er guckt nach unten die ganze Zeit. Es ist schon. Es ist anspruchsvoll, sagen wir es so. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Gerade wenn du alles durchschauen musst hier. Da wäre halt wirklich ein neuer Monitor von Vorteil, ne? Ich finde halt, wenn man mehr sieht, beziehungsweise es ein bisschen heller ist, ist halt blöd. Ist halt gut, nicht blöd. Ihr wisst, was ich sagen will. Und du, was tust du da? Er ist der Einzige, der so da steht, ne? Ich weiß nicht, ob es richtig war. Wir testen es. Wir testen es einfach. Ich glaube, es war nicht richtig, aber ist egal. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Nee, es war richtig. Lol. Lol. Der war auch der Einzige, der so hier da gestanden hat. So. Ich behalte mich ein bisschen anders wie die anderen, aber ich falle ja trotzdem nicht auf. Hauptsache, ich falle nicht auf. Das sind also auch Gesten, die wir dann aufpassen, auf die wir aufpassen müssen. Okay. Sehr interessant.
Sehr, sehr interessant. Es ist auf jeden Fall anspruchsvoll, wie ich das gerade eben schon gesagt habe. Aber er muss halt wirklich so krank genau hinschauen, ne? Ah ne, da haben wir. Guckt mal, da haben wir schon die nächste Anomalie. Der ist auf jeden Fall im nächsten Universum. So, nächstes Target. Und wir wollen zuschauen. Bam, in dein Gesicht, Junge. Du bist weg vom Fenster, Bro. So, einmal vorspulen, weil die Anomalie haben wir. Sehr stark. Das sind jetzt drei Anomalien. Eine Anomalie? Zwei Anomalien? Ah, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft bis jetzt. Finde ich sehr, sehr gut. Okay. Die Hunde bellen die auch an. Aber erst wenn die, ja, wenn wir die aufgedeckt haben und die tot sind. Okay, ich sehe jetzt aktuell noch nichts. Es ist wichtig, dass wir nicht nur mit dem Nachtsichtgerät schauen. Das ist das. Die Kombination macht es halt doch einfach aus, ne? Bei dem Nachtsichtgerät sehen die nämlich alle komplett gleich aus. Der guckt nur auf seine Uhr. Der steht auch wieder anders da, ne? Ich weiß es halt nicht. Wir drücken drauf, der hat auch wieder anders da gestanden wie die anderen. Wir werden es sehen, wenn nicht, ist halt auch nicht so dramatisch. Ja, es war aber richtig. Also, wir müssen wirklich auf die Gesten achten. Es ist super schwierig. Es sind halt so viele, die hier rumstehen, ne? Okay, hier haben wir direkt einen. Das ist sehr gut. Damit haben wir Target Nummer 5. Das ist. Oh, es läuft gut, es läuft gut. So, die ersten paar Dinger waren jetzt nicht so gut, aber jetzt läuft's. Wir finden Anomalien ohne Ende. Ja, ich sag ja, wir sind gut geworden in dem Spiel. Ist auf jeden Fall sehr stark. So, dann wollen wir mal schauen. Machen wir erstmal die Nachtsicht an und überprüfen erstmal alles so über das komplette Gebiet, damit wir genau sehen, ob hier irgendjemand Faxen macht. Aber sieht nicht so danach aus. Echt jetzt? Schon wieder? Oh. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es mehrere sind, ne? Die das machen. Seht ihr? Da, da und da. Schwierig. Er steht normal da. Bei ihm ist alles cool, denke ich. Hinten sieht man halt so wenig, ne? Oh Gott. Es ist einfach ekelhaft, so wenig zu sehen. Was macht er denn? Der guckt die ganze Zeit nach unten. Ich probiere den mal, vielleicht ist es richtig. Wenn nicht, dann ist es wie gesagt auch nicht schlimm. So, wir haben 5 Anomalien bis jetzt. Ist ja so cool, wenn wir die jetzt auch wieder richtig gehabt hätten. Beziehungsweise richtig haben. Na? Es war richtig, lol. Sehr stark. 6 Stück? Dann fehlen ja nur noch 7. Haha. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielleicht finden wir es heraus, was hier abgeht. Wir machen mal Nachtsicht an. Und schauen mal so drüber. Vielleicht finden wir was. Nee. Also wir haben bis jetzt keine Anomalie gehabt. Also doch, wir haben 2 einfache gehabt. Aber keine, die halt sofort hardcore auffällig war. Okay, hier müssen wir wieder ein bisschen reinzoomen, damit wir überhaupt was sehen. Okay. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt hier. Anscheinend haben die gerade nichts drauf. Oh, wir haben 3 Kollateralschäden, also waren die doch nicht richtig. Dann waren die ja doch nicht richtig. LOL! Was passiert, wenn wir 4 Kollateralschäden haben? Das wäre natürlich jetzt sehr interessant, zu wissen, was dann passiert. Bevor ich es vergesse, ich habe vor, demnächst ein paar Five Nights at Freddy's Videos zu machen, was die Lore angeht und alles. Ihr könnt ja gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben oder auf dem Discord, wenn ihr da Bock drauf habt, weil es wird sich so. Ich werde das dann so machen, dass es so viel wie möglich ist, dass auch die komplette Lore auf meinem Channel vorhanden ist, dass man die auch gucken kann, weil ich will die nicht in ein Video packen. Es ist halt sehr, sehr weird, wenn ich das alles nur in ein Video packe. Und da würde ich schon halt gerne, ja, so 3, 4 Videos zu machen und dann werden wir mal schauen, wie das ankommt.
beziehungsweise wie er das feiert. Und wir machen jetzt mal Anomalie clear. Wir haben keine Anomalie entdeckt. Mal schauen, wie das jetzt aussieht hier. Also sind die Kollateralschäden auch eine Anomalie, die gar nicht da war, sozusagen. Mhm. Sehr, sehr interessant. Ich finde das spannend. Es hat ein cooles Konzept, das Game. Ich mag das auch. Und ich habe auch Bock, mehr von diesen Indie-Horror-Games mit reinzubringen jetzt wieder. Und da halt vielleicht mal so hier und da mal ein Gameplay in den Walkthrough oder sowas mit reinzupacken. Weil nur Lore ist zwar sehr, sehr cool, aber es ist halt sehr, sehr zeitaufwendig, da diese Videos auch zu machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Deswegen machen wir dann auch solche Projekte jetzt zwischendurch und werden da halt auch ein bisschen... schauen, dass es halt ein bisschen Abwechslung auch mit gibt. Und die war sogar richtig. Seht ihr, es war keine Anomalie da. Okay, da wollen wir mal schauen. Wir machen wieder das Nachtsichtgerät als erstes an. Und zoomen mal einen Ticken raus. Ich sehe jetzt auch nichts, was sich hier bewegt. Da hinten vielleicht? Ich weiß halt nicht, ob die dazugehören. Ah, das ist halt das, ne? Okay, hier ist... Ah, das ist halt schwierig. Ich will halt nicht immer irgendwelche Leute abknallen lassen. Aber wir haben vorhin schon gesehen, es könnte halt irgendeiner sein, der da rumsteht und sehr komisch aussieht. Deswegen genauer hingucken und dann sollten wir das auch schaffen. Ich meine, bei Projekt 13, da haben wir das ja auch hingekommen. Das war ja auch nicht das Problem. Da haben wir auch sehr genau hingeschaut und dann ging das alles. Ich finde aber allgemein so kleinere Projekte, gerade so für zwischendurch, immer ziemlich cool. Little Nightmares, by the way, kommt auch die nächste Folge, sobald ich sie aufgenommen habe. Aber ich glaube, ich werde das gleich nach dem hier aufnehmen. Und mal schauen, was dann dabei rauskommt. Ich sehe jetzt halt wieder gar nichts, ne? Ist nichts, was sich irgendwie komisch verhält. Nichts, was sich irgendwie komisch verhält. Naja, wir drücken einfach mal drauf und schauen mal. Clear. Ja, da ist man doch schon ein bisschen müde, wenn man hier hardcore extrem sich konzentrieren muss bei dem Spiel, ne? So, mal gucken, ob das jetzt eine Anomalie war oder ob das keine war. Ich hoffe, es war keine. Ansonsten muss ich mich mal ein bisschen genauer mit dem Spiel beschäftigen und dann mal alle Anomalien aufdecken. Gott, wir sind wieder bei Null gelandet. Und da wir das Spiel ja nur antesten wollten und ich eure Meinung auch gerne zu dem Spiel hören würde, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, wir spielen Little Nightmares oder im nächsten Lore-Video. Wir sehen uns dann später. Bye, bye.